sind. Ja. So, kurz Pause wieder. Das Sternamulett müssen wir dann nochmal identifizieren. Erkunden. Ach, ja, ihr wisst schon. Ich muss einmal wieder identifizieren. Untersuchen. So, na komm. Ach ja, und wie auch bei Divinity, Divine Divinity, Beyond Divinity, bla bla bla, gibt es hier wieder unser Trophäen, wo zum Beispiel steht, dass wir zum Beispiel erfahrene Orks 2 besiegt haben, Fledermäuse 2. Und unsere ganzen Gegner, was sich dann nach einer Zeit natürlich eben häufen wird, zum Beispiel Skelettbogenschützen haben wir schon 205 besiegt. Und Skelettkrieger 200, auch 205. Und Orks haben wir bis jetzt 66 Ork-Krieger haben wir besiegt und 36 Ork-Armbrustschützen. Das wird sich natürlich im Laufe der Zeit natürlich auch noch alles steigern. Ja, das waren die gewesen, die an der Front stehen und die sind eben ein bisschen stärker gewesen, die hießen auch nur Ork. Ich hab jetzt ein bisschen geprügelt, ob man hätten vielleicht vorher speichern sollen. Aber auf normalen Spielen, das ist besser. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied, einfach normal, muss ich sagen. Was ist der überhaupt echt? Wunderbar! Vielleicht machen die auch etwas mehr Schaden da einfach. So. Haben wir denn hier schon elfische Ausdauer? Die werden wir natürlich. Herrlich! Spielen. Und dann haben wir auch noch ein zweites Mal, was wir hier spielen können. Da werde ich sagen. Waffen verzaubern. Elfenblick. Gezielter Schuss. Nee, ich würde sagen. Reparieren. Nee, noch nicht wirklich, aber auf jeden Fall machen wir hoch. Dass wir auch mal den Axtkampf haben. So. Jörg! Ein verdammter Mensch in unserem Lager! Stehen bleiben, Männer! Ich bring ihn selbst um! Das ist natürlich nicht gut. Das tun wir erstmal sichern. Das ist nämlich da, was uns ja dieser Spearbock oder wie er heißt eben gewarnt hat. Aber es scheint ja noch okay zu sein. Und dann ist er ja naja. Ah, da musst du noch ein bisschen trainieren, Kleiner. Das war ja nichts. Schaffen wir den? Ah, nee, dann lass ich. So, hier ist noch einer. So, schaffen wir den? Ja, wenn er abhaut ist. Ja, dann bleib da hinten, wo du bist. Wenn du da die ganze Zeit hinterher. Denken wir lieber hier noch was frei. So, dann wird es aber trotzdem langsam mal zur Zeit kommen, dass wir mal unsere Sachen wieder reparieren werden. Haben wir denn hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Ach,
Jawohl, so wollte ich das haben. Mist 4. Aber den da oben schaffen wir noch nicht. Wir hatten da hier auch noch so einen Trommler oben gehabt. Der wird aber noch etwas zu schwer sein. So, dann lasse ich gleich mal eine kleine Aufnahmepause. Ah, hier auch noch ein paar. Alle noch. Na komm schon. Alles mitnehmen. Oh, schmaler Goldring. Und ein Silberschlüssel, da muss er ja irgendwo in der Truhe sein. Gehen wir jetzt schon ein bisschen weiter oder gehe ich erstmal noch hoch, weil jetzt kommt nämlich auch gleich eine kleine Sequenz. Ich würde sagen, wir machen erstmal noch auf der anderen Seite nochmal freidecken. Und dann kommt nämlich hier auch eine kleine Sequenz. Wo wir einen kleinen Freund, wenn jemand natürlich Divinity, der war Divinity. Oh, ob wir das hier alles mitnehmen können, wenn da jemand gewinnt hier, unseren zweiten Teil von ein bekanntes Gesicht von Divinity 2. Den haben wir aber auch, glaube ich, und Divinity 2 auch nochmal kurz gesehen nur. Der aber hier in diesem Teil auf jeden Fall eine größere Rolle spielt. Ich weiß ja nicht, ob er bei Divinity L2 auch noch öfters auftreten wird, aber wir haben den da eben, wie gesagt, nur kurz gesehen. Und hier wird er eine größere Rolle spielen. So, was steht hier auf dem Grabstein drauf? Hier liegt Ludgar der Umsichtige. Er entkam dem Orks und lief einem Troll in die Klauen. Oh, ja, das ist ja dann Pech gehabt, würde ich sagen. So, ich habe hier noch Orks benutzt. Wo sind wir? Da. Ja, bestimmt. Und hier werden keine mehr sein. Aber das ist einfach nur noch ordnungshalber. Wird das ja auch noch reingespielt. So. Dann haben wir es jetzt auch schon. Und hier, wie man sieht, ist unsere Rüstungssachen erstmal noch ein bisschen angeschlagen. Da würde ich sagen, reparieren wir erstmal unsere Sachen und verkaufen unser ganzes Gelumps mal. Und dann mache ich eine ganz kleine Aufnahmepause, auch nur eine winzige Bauerpause. Und dann werden wir uns mal weiter nach vorne wagen. Noch ein ganz schönes Stück. Aber erstmal, wer konnte reparieren? Ich glaube, Mataneos Freund konnte reparieren. Oder der Echsenmann? Oder der Zwerg war es gewesen. Nee, der konnte nur infizieren. Das Schild behalten wir erstmal. Den Ring wahrscheinlich auch. Händlerzunge, naja. Jetzt nicht so das, was wir brauchen. Feuerresistenz, naja. Hatten wir Martaneus so viel Geld gegeben? Wir müssen irgendjemand wieder ein bisschen Geld geben, dass wir unsere Sachen verkaufen können. Weil das wäre ja nicht gefühlt. Ich glaube, Martaneus haben wir so viel Geld gegeben. Nee, der hat ja gar nichts. Kann der reparieren? Auch nicht. Ist ja blöd. Wer konnte denn jetzt hier reparieren? Ich glaube, der Zwerg kann reparieren.
Ne, der hat auch nicht so viel Geld. Seid auf der Hut? Ja, da müssen wir erstmal jemandem wieder Geld geben. Haben sie das alles schon wieder versoffen. Zwerg, kannst du reparieren? Ah, einwandfrei. Na da. Gibt's hier nicht gleich alles reparieren? Nee. So. 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 So, mal kurz warten, mein kleiner Zwerg. Wir müssen mal mich hier gucken, wie das jetzt mit unserem Schild aussieht. Da haben wir ein normales und hier haben wir, wie gesagt, dieses blaue, was uns auf jeden Fall einiges mehr einbringt. Da werden wir das nämlich austauschen. Und Amulett haben wir, nee, da haben wir ein schönes Ringe. Blitzresistenz. Ja, lassen wir auch so. So, Zwerg. Dann werden wir dir jetzt mal ein bisschen Geld leihen. Nicht alles versaufen, gell? Und dann verkaufen wir mal hier unsere Sachen. Ne, ich glaube, da haben wir auch einen guten. So, so. Das kannst du noch haben. Das, das. Das, das. Hier kommt den einen Apfel, kannst du noch haben. Und das behalten wir alles. Hier das Stück Brot kannst du noch haben. Ich verabschiede mich. Hast du denn noch vielleicht ein paar Tränke, die wir noch mitnehmen können? Ja. So, wie viele Tränke haben wir denn? 21. Ne, da holen wir noch ein paar. Obwohl. Eigentlich reicht's. Ja, komm, nehmen wir die mal noch mit. Und dann holen wir noch bei Madaneos ein paar Tränke und dann... Obwohl, also hier, da... Lanior, oder wie er heißt, hat ja auch noch ein paar. Ja, die nehmen wir auch noch mit, komm. Und dann gehen wir noch zu Madaneos. Und dann haben wir erstmal auch wieder genug Tränke. Und sind bereit für unsere große Reise. Ah, der wird bestimmt wieder draußen oben abhängen. Genau hier. Och, nur einen. Naja, nehmen wir mit. So, und jetzt natürlich gleich mal hier das noch aufgedeckt. Toll, kommen wir gar nicht hin. Ich weiß schon, warum wir das nicht aufgedeckt haben, wenn wir das so... schwer rankommen. So, jetzt mache ich eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder.